Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Teach. Diesmal geht es um den Tast- und Briefprofi. Den startet man, indem man hier auf dieses Feld mit den vielen kleinen Tasten klickt. Hier hat man das Eröffnungsfenster vom Tast- und Briefprofi. Bevor man hier irgendetwas arbeiten kann, muss man hier auf Vorbereiten klicken. Hier kann man dann entsprechend den Namen eingeben, die Klasse dazu. Und erst wenn man das mit OK bestätigt, dann ist auch dieses Feld schwarz hinterlegt. Das heißt, hier kann man Starten anklicken und wir wählen, wenn wir schreiben wollen, den WinProfi aus. Das Programm ist so aufgeteilt, dass praktisch oben die Textvorlage erscheint und unten ist dann dieses Feld, wo reingeschrieben wird. Um jetzt so eine Textvorlage zu erhalten, muss man die erstmal öffnen. Das funktioniert unter Datei. Dann öffnen Textvorlage Wolftext. Das sind die hauseigenen Texte. Damals hieß es noch Wolf Verlag. Das sind also die Texte vom Wolf Verlag. Oder man kann eigene Texte hinzufügen. Wir wählen immer das erste aus, Text Wolf Verlag. Hier kommt jetzt ein Fenster, weil hier schon eine Eingabe stattfand. Das wollen wir nicht zwischenspeichern. Das kann man ignorieren. Und jetzt geht auch schon das Dateifenster auf. Und hier unter Texte sind dann die Texte entsprechend der Jahrgangsstufen geordnet. Hier Texte 07 entspricht der 7. Klasse. Wenn wir hier reinschauen, dann haben wir hier diese Texte zur Auswahl. Ich wähle mal eine Datei aus. Und man sieht hier schon, hier kann man jetzt oben die Vorlage sehen, unten kann man schreiben und es läuft gleichzeitig dieser rote Cursor mit. Man kann das Ganze auch noch umstellen, indem man hier auf Einstellungen geht. Und dann kann ich sagen, die Textvorlage soll nicht als Text erscheinen, sondern als Leuchtdatei. Dann sage ich übernehmen, ohne Ziffernblock und dann sieht das Ganze so aus. Das, was geschrieben werden soll, leuchtet in diesem Feld auf. Und das ist praktisch eine optische Vorgabe.